Hallo. In diesem Video geht es um die Visualisierung von Daten, genauer gesagt um die Visualisierung von Daten in Diagrammen. Diese Karte kennen wir schon, die Karte von Dr. Snow für die Cholera-Epidemie in London und die Visualisierung der Todesfälle in dieser Karte hier als schwarze Kästchen dargestellt, Kästchenhöhe ist proportional zur Anzahl der Todesfälle. Die hat Dr. Snow auf die Spur geführt, dass im Zentrum dieser Verteilung, im geografischen Zentrum dieser Verteilung, ungefähr hier ein Brunnen liegt. Und als dieser Brunnen geschlossen wurde, da fand die Cholera-Epidemie ein Ende. Und das zu einer Zeit, wo noch gar nicht klar war, dass Cholera über Wasser übertragbar ist. Das ist eines der frühen Beispiele, wie eine räumliche Datenanalyse eine Fragestellung beantwortet hat und wie eine Karte hier jetzt in erster Linie nicht topografische Merkmale dargestellt hat, sondern thematische Inhalte, hier Todesfälle und das Straßennetz in London zum Inhalt hatte. Eine solche Karte kann uns also helfen, räumliche Informationen so für das Auge aufzubereiten, dass wir relativ einfach Zusammenhänge sehen. Wenn wir Informationen für das Auge aufbereiten, dann nutzen wir oft Farben. Und in diesen Diagrammen hier ist jeweils auf der X-Achse die Zeit dargestellt. Hier mehrere Tage von Ende April bis Anfang Mai in Stundenauflösung. Und nach oben dargestellt ist die Höhe des Signals, das hier gemessen wurde. In unserem Messplot. Genauer gesagt ist das mit der Höhe die Windgeschwindigkeit, die hier gemessen wurde. Und alle fünf Plots, so viel ist vorausgesagt, sind identische Messungen. Also das ist der identische Datensatz. Er unterscheidet sich nur in der Visualisierung. Und wenn wir zum Beispiel den oberen Visualisierungsplot anschauen, dann sehen Sie, dass hier in diesem Bereich offenbar sehr hohe Windgeschwindigkeiten aufgetreten sind. Und das sieht fast so aus wie ein Jet, der hier durchrauscht mit einer ganz scharfen Kante zu den umgebenden Luftmassen, die offensichtlich viel geringere Windgeschwindigkeiten haben. Wenn wir uns das Ganze in dieser Farbskala anschauen, dann ist diese Abgrenzung schon nicht mehr so deutlich. In dieser Farbskala verschwindet sie noch mehr und hier unten finden wir diese scharfe Abgrenzung überhaupt nicht mehr. Und das liegt jetzt in diesem Fall tatsächlich nur an der Farbskala, genauer gesagt hier oben in diesem Beispiel an einer Farbskala, die relativ typisch von Blau über Grün nach Gelb nach Rot eingefärbt ist. Und weil wir sehr viel mehr Blautöne, Grün- und Rottöne darstellen können als Gelbtöne, sind Werte, die in diesen Gelbtönen dargestellt werden, automatisch solche Werte, die durch solche Kantenstrukturen in den Datenvisualisierungen hervorstechen. Das ist also tatsächlich eine nur durch die Farbe bedingte Kante. Wenn wir andere Farbskalen nehmen, wo wir einen leichteren Übergang zwischen den Farben haben oder wo wir sogar die Helligkeit über die ganze Farbpalette konstant lassen, dann verschwinden diese künstlichen Kanten und wir dürfen uns nicht von so etwas hier irritieren lassen. Wir müssen uns immer den Datensatz in enger Abstimmung und in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Farbskala anschauen, dass wir da nicht aufs Glatteis geführt werden. Das ist auch ein schönes Beispiel, lange her noch aus einem Klimaseminar von einem Kollegen, wo die monatliche Mitteltemperatur hier auf der X-Achse abgetragen wurde und auf der Y-Achse wurde die Tageslänge abgetragen und die logische Konsequenz jetzt dessen, wenn wir hier die Monate eintragen und zwar so, dass Beispiel hier November die Mitteltemperatur irgendwo bei 4 Grad liegt und die Tageslänge in Stunden gerechnet irgendwo bei 9 Stunden liegt, dass wenn ich so alle Monate hier abtrage, ich so einen Zusammenhang bekomme und ich jetzt auf der X-Achse ist die Temperatur abgetragen, das ist in der Regel die unabhängige Variable. Auf der Y-Achse ist die abhängige Variable. Das kennen Sie schon aus der Schule, da haben Sie oft Funktionen f von x genommen. Also eine Funktion f, die uns den Y-Wert angibt in Abhängigkeit der X-Achse. Und die logische Konsequenz dieser Grafik wäre, dass
höhere Temperaturen die Tage länger machen. Ist natürlich Unsinn. Das Ganze hängt mit der Sonnenstellung zusammen und über diese Sonnenstellung, Verhältnis Sonne zur Erde ergibt sich sowohl Tageslänge als auch Temperatur. Trotzdem kann man aus so einem Diagramm zunächst einmal, wenn man nicht darüber nachdenkt, diesen Schluss ziehen. Auch das wieder so ein Fallstrick bei XY-Diagrammen und dann vielleicht auch nicht die ganz richtige Darstellungsmethode, so ein Diagramm dafür zu wählen. Da braucht man schon einen sehr guten Grund, wenn man diese beiden Datensätze, diese beiden Informationen gegeneinander abträgt in dieser Darstellung. Würden wir das zum Beispiel als Balkendiagramm machen, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass die Monatstemperaturen offenbar abhängig sind von der Länge der Tage oder umgekehrt, so wie es hier dargestellt ist, die Länge der Tage eine Funktion der Temperatur ist. Das waren jetzt mal drei Beispiele. Einmal ein Geodatensatz, der visualisiert wurde und uns gezeigt hat, wo ist die Quelle, wo ist das Zentrum dieser Cholera-Epidemie. Das zweite, was kann ich allein schon mit Farben machen? Gleicher Datensatz, unterschiedlich eingefärbt. Und dann hier eher so eine kleine Geschichte darüber, dass man ein XY-Diagramm nicht für alle Arten von Datensätzen darstellen sollte. Man kann solche Visualisierungsmöglichkeiten auch ganz gezielt einsetzen, nämlich nicht nur dafür, dass man jetzt etwas besonders in den Vordergrund stellen möchte, was auch tatsächlich faktisch richtig ist, sondern man kann auch manchmal Sachen so visualisieren, dass sie einen wirklich absichtlich erstmal aufs Glatteis führen. Hier eine Grafik von Reuters. Wahrscheinlich wollten die uns gar nicht so ganz wirklich aufs Glatteis führen. Aber die zeigen die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Schusswaffengebrauch in Florida über die Zeit von den 1990er Jahren bis zu den 2010er Jahren. Und an diesem Termin hier, da wurde in Florida ein neues Gesetz eingeführt. Stand Your Ground Law bedeutet, dass sie salopp gesagt mehr oder weniger schießen dürfen, wenn jemand ihr Grundstück betritt. Ganz so ist es in der Auslegung letztendlich dann doch nicht, aber das ist so die Quintessenz davon. Jeder normale Mensch würde jetzt erstmal erwarten, also wenn ich dann schießen darf, wenn jemand schon mein Grundstück einfach so betritt und ich mich damit schon bedroht fühle, dann müssten doch eigentlich die Anzahl der Todesopfer aufgrund von Schusswaffengebrauch ansteigen. Und genau das Gegenteil könnte man jetzt meinen, ist der Fall. Dieses Gesetz tritt in Kraft und zack, rauschen unsere Fälle in den Keller. Aber das ist in diesem Fall gar nicht so, sondern hier oben auf der Y-Achse ist die Null abgetragen und hier wachsen die Zahlen nach unten. Völlig widersinnig zur Intention von XY-Diagrammen, sodass tatsächlich in der unmittelbaren Zeit nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Anzahl von erschossenen Personen deutlich angestiegen ist. Hier aber durch einen Abfall suggeriert, war alles gar nicht so schlimm. Ein anderes Beispiel hier aus dem Bereich Gesundheitssystem und Krankenschwestern. Und da sieht es offenbar ganz gut aus. 2008, 9 und 10 jeweils im September, Oktober, November gerechnet. Also gegen Jahresende hier gerechnet, da hat sich nicht viel getan. Und dann aber von November 2010 bis Dezember 2011, Riesenanstieg, sieht alles ganz toll aus. Und dann bis März 2013 nochmal ein Anstieg. Also offenbar ein sehr, sehr starker Aufwachs in der Anzahl von Krankenschwestern und auch Krankenpflegern in den im Gesundheitssystem oder in den Kliniken, die hier die Datengrundlage gebildet haben. Das Ganze hinkt aber auch ein Säulendiagramm, so wie es hier dargestellt ist, auch wenn das jetzt hier in einzelnen Personen dargestellt ist. Das muss immer bei Null beginnen. Sonst haben wir automatisch mit dem Auge einen falschen Eindruck und das tut es hier nicht. Wir beginnen hier bei einer Anzahl von 43.147 und letztendlich steigen wir auf 46.600. Hier dann 47.500. Wir haben hier also einen Zuwachs von gut 400 Krankenschwestern und Krankenpflegern bei einer Ausgangsgröße von 43.000. Da ist dieser Zuwachs sehr, sehr viel weniger als das, was es hier suggeriert. Hier, wenn wir die
Männchen, die hier übereinander dargestellt sind, zählen, diese Figuren, die die Krankenschwestern und Krankenpfleger darstellen sollen, dann würden wir da von einer extremen Vervielfachung der Anzahl des Pflegepersonals ausgehen. Das war hier nicht der Fall. Auch ganz bewusst, würde ich jetzt unterstellen, die Balken nicht bei Null beginnen lassen, sondern also bei einer sehr hohen Anzahl praktisch bei unserer Ausgangsbasis. Und dann gibt es noch so Folien, da kann man sich fast überlegen, ob das Absicht ist oder nicht. Zumindest die Farbwahl in dieser Grafik würde ich als unabsichtlich bezeichnen. Die Komplexität dieser Grafik, die sich tatsächlich nicht erschließt, die ist wohl beabsichtigt, wenn wir uns die Überschrift für diese Grafik anschauen. Es geht hier um einen Vorschlag von einer Abgeordneten für eine Energiesteuer. Und die wird hier einfach mal als bürokratischer Albtraum bezeichnet und dann auch in dieser Grafik sehr unübersichtlich dargestellt. Viele schwarze Linien im Hintergrund, die irgendetwas vernetzen, ganz viele wenig geordnete Informationen, die auf dieser Grafik drauf sind, unterschiedliche Schriftgrößen, viel bunte Farben, die es schwer machen für das Auge, um an diesem Fallbeispiel hier zu unterstreichen, dass es sich also bei dieser Besteuerung tatsächlich um einen Albtraum handelt. Auch wenn das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ich kenne den tatsächlichen Vorschlag gar nicht, auch wenn das vielleicht gar nicht so sein muss. Also wir müssen immer unterscheiden jetzt hier zwischen dieser Meinungsäußerung, die in dieser Grafik drinsteckt, und einer tatsächlich wissenschaftlichen Betrachtung des Steuermodells, die hier ganz an dieser Stelle erstmal außen vor ist. Es gibt Gegenbeispiele, also hier wird vielleicht sogar ein ganz einfaches Gesetzesvorhaben sehr komplex dargestellt. Wenn man Daten möglichst übersichtlich tatsächlich darstellen möchte, komplexe Daten tatsächlich übersichtlich darstellen möchte, dann ist das gar nicht so einfach. Es ist viel schwieriger, eine aussagekräftige, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ehrliche Grafik zu erstellen, als eine wenig aussagekräftige, sehr in eine Richtung motivierte Grafik zu erstellen. Und hier an diesem Beispiel, da geht es um Rechte von Homosexuellen jetzt in diesem, in dieser Kreisdarstellung differenziert nach unterschiedlichen Rechten und hier differenziert nach den US-Bundesstaaten. Und im Original ist das auch noch eine interaktive Grafik. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüberfahren würde, dann würde ich hier auch noch mal die Informationen zu diesen einzelnen Feldern sehen. Und Sie sehen, hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Informationen dargestellt für alle Bundesstaaten in so einem Kreisdiagramm und das noch in einer übersichtlichen Farbskala. Da steckt schon ein bisschen mehr Überlegung dahinter, hier einen relativ komplexen Datensatz in einer Grafik erschließbar zu machen, die auch dadurch, dass die gleichen Rechte immer auf dem gleichen Radius, in der gleichen Radiusdistanz abgetragen sind, die auch sehr, sehr einfach einen Vergleich zwischen den Bundesstaaten ermöglicht. Solche interaktiven Grafiken haben in den letzten Jahren zugenommen, sind aber auch wieder ein bisschen am absteigenden Ast, wäre jetzt meine persönliche Vermutung, zumindest Grafiken, wie wir sie hier sehen, weil, das können Sie sich auf Gapminder mal anschauen, ist eigentlich eine ganz tolle Software, gibt es auch Pakete für R zum Beispiel, damit man das selber machen kann, ist eine ganz tolle Software eigentlich, wo man bei hinterlegten Datensätzen, gerade wenn wir mal an Schulunterricht denken, sehr viele Informationen auswählen kann und dann klassischerweise zum Beispiel in so einem XY-Diagramm darstellen kann. Das Ganze läuft dann auch über die Zeit und da wird es dann komplex. Dann bewegen sich nämlich hier diese Kreise sehr wild durcheinander, je nachdem, wie die sich über die Zeit entwickelt haben. Und wenn wir hier sehr viele räumliche Informationen, zum Beispiel unterschiedliche Länder hier aus Nord- und Südamerika oder unterschiedliche Länder aus Europa und Asien darstellen und die sich nicht ganz gleichlaufend entwickeln, dann wird es sehr, sehr schwierig, diesen Verlauf tatsächlich zu erfassen, weil wir kaum Zeit haben,
und den einzelnen Entwicklungsschritt anzuschauen, wenn praktisch dieser Film hier auf der Zeitachse abläuft. Schauen Sie sich das einfach mal an. Der Link ist in den Folien verlinkt. Kann man sehr, sehr schöne statische Abbildungen damit machen. Die dynamischen Abbildungen sind gewöhnungsbedürftig und können Sie sich dann mal anschauen und versuchen, die Entwicklung tatsächlich von einzelnen Ländern zu verfolgen, ohne in diesem Film immer wieder zurückspulen zu müssen. Zu den Kehrseiten von Animationen habe ich Ihnen auch noch zwei YouTube-Videos verlinkt, Gradual Change Test und ein Ballspiel. Wenn Sie es noch nicht kennen, lesen Sie nicht erst den Untertitel von diesen Videos, sondern schauen Sie sich es einfach an. Machen Sie am besten am Anfang die Augen zu und fragen Sie jemanden aus Ihrem Freundeskreis, dass die das Video starten. Dann haben Sie die volle Überraschung von diesen beiden Videos und dann können Sie sich am Ende mal selbst testen, ob Sie denn bei Animationen oder bei leichten Veränderungen im Bild tatsächlich mit voller Aufmerksamkeit immer genau auf dem Objekt waren, das sich im Laufe der Zeit verändert. Und das illustriert so ein bisschen die Problematik, dass unser Gehirn zwar sehr, sehr gut darin ist, Muster in Daten zu erkennen, wenn sie visualisiert sind, dass unser Gehirn dann aber auch schnell überfordert wird, wenn diese Muster oder diese Informationen animiert sind oder eben wie hier als Film dargestellt sind, weil wir uns dann auf einzelne Aspekte oft bei diesen bewegten Bildern konzentrieren und sehr offensichtliche Inhalte einfach übersehen. Noch so ein paar Abbildungen dazu. Was ist denn vielleicht eine schlechtere Visualisierung? Was ist eine gute Visualisierung? Das sind Grafiken, die haben wir mal nachgerechnet aus einer Veröffentlichung, die hier auch verlinkt ist und die so ein paar Tipps gegeben hat. Und in diesen beiden Beispielen hier, zum Beispiel, wenn Sie solche Liniendiagramme darstellen wollen, dann machen Sie es doch einfach in einem ganz normalen XY-Plot, nehmen Sie unterschiedliche Farben dafür, kann man sehr viel besser die Werte zu einzelnen Werteschritten vergleichen, als man das hier in so einem dreidimensionalen Datensatz machen kann. Der wirkt vielleicht ein bisschen besser in einer Werbebroschüre. Mehr Informationen und leichter können Sie Informationen aus diesem rechten Bild hier mit Sicherheit holen. Das ist das Beispiel mit den Säulendiagrammen. Bei Säulendiagrammen wirklich immer am Nullpunkt anfangen. Dann sehen Sie hier auch, wir haben kaum Unterschiede in den Säulen. Wenn ich nicht den Nullpunkt als Ausgangsbasis für dieses Säulendiagramm wähle, sondern irgendwo so den Bereich um 1625 oder so auf der Y-Achse, diesen Wertebereich, dann sieht das so aus, als hätten wir riesen Unterschiede zwischen diesen Säulen. Können wir natürlich auflösen, wenn wir hier auf die Skala schauen, aber das Auge geht einfach erstmal nach diesem enormen Anstieg, der eigentlich nur so ein kleiner Anstieg hier oben ist. Bei Säulendiagrammen gilt das, dass Sie immer bei Null anfangen sollen. Bei Liniendiagrammen ist das nicht zwingend. Das Auge lässt sich von Liniendiagrammen nicht täuschen, wenn Sie nicht bei Null anfangen. Und da können Sie dann tatsächlich entscheiden, ob ein Anfangen bei Null, wie hier links dargestellt, sinnvoll ist oder ob Sie nicht lieber auf den Wertebereich dieses Datensatzes fokussieren, sodass Sie auch die Unterschiede in der Entwicklung dieser Kurve besser sehen. Sie können sich das jetzt vorstellen, je länger ich diesen Wertebereich hier mache, umso mehr verschwimmen diese Unterschiede, die ich hier in der Kurve sehe. Da ist das Auge sehr unempfindlich bei Liniendiagrammen. Von daher können wir da auch beruhigt bei einem Wert auf unserer Y-Achse anfangen, der nicht bei 0 anfängt oder der nicht 0 entspricht. Wenn Sie hier solche Punktdiagramme machen, dann laufen Sie in das Problem, wenn Sie nichts an der Durchsichtigkeit dieser Punkte oder an der Farbe dieser Punkte ändern, dass Sie in diesem Diagramm eigentlich nicht sagen können, ob jetzt an dieser Stelle ein Datenwert liegt, der irgendwo 5,5 und 5,1 als Wertepaar hat, oder ob hier mehrere liegen. Das können Sie tatsächlich erst, wenn Sie, wenn ein Datenwert liegt, die eine grafische Signatur nehmen, wenn mehrere Datenwerte irgendwo liegen, eine andere grafische Signatur.
Hier ist es einfach durch Überlagerung passiert. Je mehr übereinander liegen, umso dunkler wird das Grau. Das könnte man jetzt auch mit einer Farbpalette machen. Aber damit können wir differenzieren, wo liegen denn tatsächlich viele unserer Wertepaare und wo nicht. Und das hätte auch natürlich ganz automatisch Auswirkungen darauf, wie Sie zum Beispiel von Hand mit dem Auge eine Regressionsgerade in diesen Datensatz einzeichnen. Die würden Sie hier irgendwie so einzeichnen. Hier würden Sie sehr viel stärker auf dieses Zentrum hier achten, wo wir eine Gleichverteilung von Werten haben. Und dann wäre ich mal gespannt, ob Ihre Regressionsgerade nicht am Ende fast horizontal sogar verläuft. Übrigens auch was, das Auge kann sehr gut Regressionsgeraden einzeichnen, stimmen sehr, sehr gut überein mit dem, was Sie dann auch tatsächlich mathematisch ausrechnen und dann erst eintragen könnten. An dieser Stelle ist es jetzt schwieriger, das Gut und Schlecht zu unterscheiden. Da muss ich Ihnen was dazu erzählen. Die Geschichte hinter diesem Plot kommt oft vor, wenn Sie kontinuierlich Daten messen, zum Beispiel an einer Klimastation würde das so ein Paradebeispiel. Und da haben Sie dann irgendwann mal eine Messlücke zu irgendeinem Zeitpunkt, zum Beispiel zum Messzeitpunkt 5, so eine Lücke. Und wenn da eine Datenlücke ist, dann sollten Sie das in den Rohdaten auch tatsächlich kenntlich machen und nicht einfach hier so eine lineare Interpolation zwischen diesen beiden Werten machen. Das können Sie später immer noch machen, wenn Sie damit weiterrechnen wollen, wenn Sie Lücken schließen möchten. Dann müssen Sie es aber auch beschreiben, dass dieser Wertebereich hier tatsächlich nachträglich gefüllt wurde und im Original nicht vorhanden ist. Das ist jetzt schon ein sehr abstraktes Beispiel, was zeigt, die Aussage, die ich am Anfang getroffen habe, machen Sie doch einfach ein XY-Diagramm, zeichnen Sie die Linien ein, die kann häufig richtig sein, die kann uns aber auch manchmal nicht weiterbringen wie hier. Wir haben hier Messwerte, die einmal im Januar aufgenommen worden sind, einmal im Februar aufgenommen worden sind und einmal im März aufgenommen worden sind. Und hier in dieser linken Grafik haben wir diese einzelnen Messwerte einfach miteinander verbunden in solchen Linien. Und da sehen wir jetzt sowohl in den Linien, zwar ein Zusammenhang steigt irgendwie an hier offenbar, die Werte auf der Y-Achse werden nach oben größer, aber hier, da haben wir irgendwo im Februar so ein Maximum, wie verhalten sich die Werte hier vorne zueinander, ist schwer zu interpretieren. Wenn wir da mal eine andere Visualisierung nehmen, wo wir die Werte, die im Januar gemessen wurden, die im Februar und die im März voneinander trennen, dann sehen wir hier schon mehr so einen Zusammenhang, hier auch mal Regressionsgeraden mit eingezeichnet, wie sich diese unterschiedlichen Messwerte voneinander unterscheiden über die unterschiedlichen Grafiken. Und dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, okay, hier haben wir offenbar einen sehr hohen Gleichlauf in den Messwerten, die wir da gemessen haben. Hier haben wir so eine untere Gruppe, eine obere Gruppe und hier wandern diese Gruppen nach oben. Das kann ich dann interpretieren. Das hängt dann sehr, sehr stark schon von der Fragestellung ab. Und das hängt auch sehr stark davon ab, dass ich weiß, um was für Daten es sich handelt und weiß oder so eine initiale Idee habe, von was könnten die abhängig sein, was muss ich machen, um tatsächlich ein Muster in diesen Daten gut darzustellen. Und wenn Sie dann mal mehr als eine Information in einem Datensatz visualisieren wollen, dann können Sie natürlich auch unterschiedliche Diagrammtypen mischen, Säulendiagramme zum Beispiel mit Liniendiagrammen. Und dann kommen Sie hier gerade in die Problematik, Säulendiagramme sollen immer mit 0 anfangen, mein Liniendiagramm fängt erst bei 20 an. Das macht die Säulen sehr klein und verschwendet sehr viel Platz in ihrem Diagramm. Und ein Ausweg wäre zum Beispiel dieses Diagramm in 2 Diagramme aufzuteilen und darauf zu achten, dass die Skalierung der Y-Achsen in beiden Fällen gleich ist. Und dann können Sie immer noch hier, auch wenn das über 2 Diagramme geht, wenn Sie die untereinander anordnen, die einzelnen Datenwerte miteinander vergleichen in diesen beiden, können Messzeitreihen zum Beispiel sein oder in diesen beiden Datensätzen ganz allgemein. Aber Sie können gleichzeitig dafür sorgen, dass die Säulendiagramme bei 0 anfangen und gut differenziert darstellbar sind, also über den ganzen Wertebereich hier tatsächlich das Diagramm gestreckt ist. Und umgekehrt können Sie hier auf Ihre Linie fokussieren und haben damit einen besseren Eindruck von beiden Datensätzen, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Letztes Beispiel für die Wahl von Farben hatte ich ganz am Anfang schon ein Beispiel gezeigt. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive.
Und da vor allem aus einer Perspektive, dass sie wiederum wissen, um was für Daten es sich handelt, was Zahlenwerte in ihren Daten bedeuten. Und hier im linken Beispiel eine Farbskalierung kontinuierlich von Weiß in Richtung Brauntönen, kontinuierlich aufsteigende Datenwerte könnten zum Beispiel Lufttemperaturmessungen sein. Das wäre so ein Fall, den man hier darstellen kann. Sie haben keinen Nulldurchgang in den Daten und deshalb eine kontinuierliche Entwicklung der Farbe von kleineren Werten zu größeren Werten. Wenn Sie so einen Nulldurchgang in Ihren Daten haben und dieser Nulldurchgang tatsächlich eine Bedeutung für Ihre Daten hat, dann empfiehlt es sich, zwei unterschiedliche Farbskalen genau an so einem Trennwert anzusetzen. Dann können Sie nämlich sehr gut unterscheiden, ob Sie in einem Wertebereich gerade sind, der noch etwas über 0 ist oder der etwas unter 0 ist. So viel mal zur Visualisierung von Daten. Was Sie mitnehmen sollen, ist, Datenvisualisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, wenn es um die Auswertung von Datensätzen geht. Mit Visualisierung können Sie sehr, sehr schnell Inhalte in Daten feststellen, Informationen aus Daten herauslesen, auch Fehler in Daten erkennen, dass zum Beispiel irgendwo ein Ausreißerwert in Ihren Datensätzen ist. Sie können sehr, sehr gut Zusammenhänge erkennen, wenn Sie Ihre Datensätze gut visualisieren. Sie können aber auch bewusst oder unbewusst die Betrachter, also diejenigen, die die von Ihnen erstellten Visualisierungen anschauen, ganz schön aufs Glatteis führen, wenn Sie zum Beispiel bei dem Balkendiagramm nicht bei 0 anfangen oder wie bei dem Waffengesetz einfach die Y-Achse verdrehen und die kleinen Werte ganz, ganz oben hinsetzen und die großen Werte nach unten. Und das zeigt schon, Visualisierungen von Daten können nicht nur sehr informativ sein, sie können auch sehr manipulativ sein. Und das haben sie mit Karten gemeinsam. Eine Datenvisualisierung ist auch wieder eine Modellierung unter einer ganz bestimmten Fragestellung und mit einer ganz bestimmten Absicht. Wenn Sie Daten visualisieren, denken Sie an diese Gestaltungsmerkmale, setzen Sie einen klaren Fokus in Ihrer Visualisierung. Sie brauchen also eine Fragestellung, klarer Fokus, klare Grafik. Machen Sie die Grafik sehr, sehr übersichtlich, machen Sie sie einfach, transportieren Sie das in Ihrer Grafik, was Sie tatsächlich aussagen möchten, lassen Sie andere Sachen weg. Ein weißer Hintergrund mit einer Linie ist oft mehr wert als irgendeine fancy Grafik mit ganz vielen Farben und noch irgendwelchen Hintergrundmustern da drin. Und wenn Sie Grafiken selbst erstellen, wählen Sie immer eine niedrige technische Hürde, weil Sie ganz oft einen Datensatz visualisieren müssen, bis sie tatsächlich zufrieden sind mit ihrer Visualisierung, bis sie ihnen tatsächlich hilft. Suchen Sie sich also etwas, mit dem Sie gut umgehen können. Das kann ein Tabellenkalkulationsprogramm sein. Das kann irgendein Online-Tool sein, das Sie sich raussuchen für die Erstellung von Grafiken. Das kann ein Blog sein, mit dem Sie erstmal skizzieren, wie Sie die Grafiken sich denn vorstellen zu visualisieren, damit Sie da ins Ausprobieren kommen. Denn Grafik erstellen ist auch immer ein sehr interaktiver Prozess.